Willkommen zu diesem neuen Video. Diesmal sind wir an der Vierbucher Mühle. Wir waren am 15. und 16. Juni vor Ort, haben uns auch an dem anliegenden Hotel ein Zimmer genommen und konnten so zwei wunderschöne Tage zum Angeln dort verbringen. Bis auf Grund. Zu Beginn wie immer die Grundroute mit auftreibenden Teig- und Bienenmaden. Hier folgte auch schon direkt der erste Biss. Anfangs noch ein wenig zögerlich, doch im Laufe des Tages sollten die Bisse etwas aggressiver werden, auch auf Grund. Ich gehe schon. Als Powerbait-Farbe verwendete ich eigentlich über die zwei Tage komplett aufgrund im Orange. Mach ich nicht. Der Anfang ist gemacht und so kann es ruhig den ganzen Tag weitergehen. Die Route wieder schnell neu angeködert und direkt wieder raus damit. Auch hier habe ich wieder meinen selbstgebauten Affenkletterer dabei, der bei dem steinigen Boden einfach von Vorteil ist. Die Rute lag noch keine zwei Minuten im Wasser und direkt der nächste Biss auf Grund. Direkt Biss auf Grund. Reingeschmissen, direkt Biss. Wir wollen es aber heute wissen, wa? Die passive Route war nur dazu da, dass ich halt mit der zweiten Route ein bisschen was mitangel. Eigentlich wollte ich die zwei Tage mehr mit Spoon und Gummi fischen. Ungefähr 1,20 Meter auftreiben. Die Grundroute hat mich am Anfang ziemlich beschäftigt. Ich habe breit reingeworfen, war noch nicht gut im Bissanzeiger drin, rumgedreht, wollte die andere Route fertig machen. Da lief sie auch schon ab. Schön. Okay, reicht ja. Ohne Geruch. Ohne Zitrone. Packt aber selber rein, ne? Ja, ja. Was soll ich sagen? Wieder die Grundroute. Ach ne, echt? Hast du auch gesehen, ne? Ja. Doch, hab ich. Ach, ich hab schon wieder Biss. Ja, war ja. Den Köder habe ich ungefähr einen guten Meter über Grund angeboten, auftreibend mit Powerbait und einer Bienenmade. Besser? Okay. Das ist der Schwan. Okay. Muss ich stehen lassen, ist das wieder? Fisch Nummer 3 in knapp 15 Minuten.
einfädeln? Soll ich einfädeln? Ja. Ach, nicht echt schon wieder. Was habe ich Grundangeln? Jeder Biss auf Grund ist ein, also ist nicht normal. Reingeworfen, direkt schon wieder Biss. Mach ich ja. Wenn das weitergeht, kann ich mit Spoon und Gummiangeln vergessen. Ich wollte nur ein bisschen üben. Skandal. Ja. Eigentlich wollte ich Spoon angeln, Gummi angeln. Ja. Eigentlich wollte ich nur Spoon und Gummi angeln. Ja, aber eigentlich wollte ich was erst auf Gummi. Unten kann man sehen, dass ich einen schwarz-goldenen Mirax 70 verwendet habe. Oh, ein Lachs. Kleiner Lachs. Auf Gummi. Ja, das musst du noch freilassen, ja? Ja, ja, natürlich. Über ein Kilo muss zurück, ne? Hier geblieben. Komm. Doch. Mit Totschläger ja. Na komm. Sag mal, verarsch mich doch. Jetzt hat er verloren. Ja. Doch, der hat ein Kilo. Nein, 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 nein. Du bist platt. Hat er das jetzt in Einzelteilen rausgezogen? Mhm. Neuer Gummi, neues Glück. Den hat er mir schön vom Haken gezogen. Da hat die Forelle nur hinten den Schwanz vom Gummifisch erwischt und leider nicht komplett gebissen. Und die nächste auf Gummi, wieder auf den gleichen
schwarz-goldenen Krautjahre Mirab 70. Ein kleines Pony, würde ich sagen, ein kleines Fohlen. Nein. Klein. Babylachs. Babylachs. Hm? Reiten. Ich bin ja jetzt hier vorne am Dings an. Stör? Die Forellen waren noch relativ gut auszumachen. Sie standen ungefähr unter der Oberfläche maximal einen halben Meter. Hier hat die Forelle den halben Gummiköder durchgebissen. Der nächste gute Biss auf der Grundroute. Hier ist deine Grundroute, ne? Verangeln, das ist erholsam, sagen sie. Entspannt. Da war sie. Und die nächste aufgrund. Mal weiter. Was soll ich sagen? Läuft. Drecksack. Ein Drecksack. Zieh die mal gerade. Ach komm, ich lass sie mal liegen. Nein, ich lass liegen. Kann nichts passieren. Ist nicht schlimm. Dafür ist der Freilauf da. Hm? Das ist Action. Ist bei ihm drin? Nein. Na, ich muss drüber, die ist bei ihm reingegangen. Oder? Nee. Nee, ist nicht drin. Doch, ist drin. Guck mal gerade mein Kescher. Gerade einen Totschläger und den Lappen bitte rüber, dann mach ich ihn direkt hier. Kommt der denn her? Aus dem Wasser. So soll. Jetzt zeige ich kurz mal, wie ich meinen Teig anköder, um die Powerbait zu schleppen. Wenn ich nochmal zu
ganze Welt kommt, nur als Fisch, die Angler Airline. Das kann aber böse ins Auge gehen. Das lassen sich nicht alle ärgern. Ich will keine aus dem Teich kriegen. Aber du musst es sehen, der Kormoran oder die Szene ist jetzt mal umgeschnitten, vom Anködern, Auswerfen bis zum Biss und der Drill. Biss, aber ein schöner Biss, den konnte ich sehen. Ist noch da. Wo will sie denn jetzt hin? Ja, scheiße. Nee, nee. Ich mache gerade den Hakenlöser, dann mache ich ihn direkt los. Die Schnur ist ja Gott sei Dank unten. Ja, warte mal. Warte mal hier. Nee, nee, hier nicht nochmal reinspringen. Nicht nochmal reinspringen. Diesmal kam der Biss wirklich manchmal einen halben Meter vom Ufer entfernt. Ja, für die zwei da hinten. Oh, Biss. Ich bin ja fast gepennt hier. Wo ist der denn jetzt? Der Hafner ist jetzt nicht losgelassen, der ist noch da. Jetzt geht's. Oh, schöne kleine Lachsforelle. Ja, normale. Na komm her. Nein, 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 nein. Na, sag mal. Turnt die da rum. Ich habe zwischenzeitlich ein bisschen mehr mit Teig geschleppt, da auf Spoon und Gummis. Am Anfang nicht wirklich die Bissfrequenz da war. Der nächste Biss auf geschleppten Teig. Thank you.
Ja, immer gehen lassen. Ja. Der wird erst nervös, wenn es summt. Nein. Total entspannt. Nee, ausgerechnet jetzt. Am Einlauf, da steigen sie ja noch auf, wa? Bis Mühlenrad. Meter auftreibend, orange, eine Bienennadel, passt. Da gehen sogar die anderen Forellen noch nach. Naja, am Schwarm. Komm. Das muss ja nicht in Arbeit ausarten, ne? Und losgehakt schon. Sehr schön. Immer laufen lassen. Bei vorsichtigen Bissen, die nicht richtig abziehen, nehme ich die Schnur immer in die Hand, um somit den Kontakt zum Fisch besser spüren zu können. Gott sei Dank bin ich so ungeduldig. Um mich wieder ein bisschen mehr der Spoon-Rute zu widmen, habe ich die Routen getauscht und probierte mein Glück aufs Neue. Die UL-Route, die ich hier verwende, ist die Zemex Impressive mit der Solid Tip als 732 bis 5 Gramm Wurfgewicht. Wirklich eine Top-Route, eigentlich für Gummis, aber auch für leichtes Spoons ideal. Das wird mit Sicherheit nicht die letzte in meinem guten Sortiment sein. Die Forellen waren so zickig teilweise, dass man immer wieder zwischen der Spoon, der Gummi-Route, der Schleppenroute mit Teig oder mit Bienennadel immer wechseln musste, um dann wieder das Passende zu finden, was die Forellen gerade wollten. Nein! Schwarz-weißer Teig. Aber ganz knapp unter der Oberfläche geführt. Hier habe ich auch den Björn kennengelernt, wirklich ein Top-Angler. Geiles Equipment, geile Spoons und scheinbar hat er das richtige Gefühl, mit dem ganzen UL-Kram vernünftig angeln zu können. Einfach klasse, der Kerl. Naja, auf den Teig den stoßen, das merkst du ja.
Ein bisschen aufwecken wieder. Jetzt hat sie ihn genommen, nom. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Jetzt hat sie ihn genommen. Achte. Ja. Ich komm rüber. Ja? Ja, alles klar. Ja, geht. Wenn du willst, kannst du, komm. Danke dir. Ich hol sie gerade raus. Warte. Alles klar. Sommer sein. Zum Ende des Angeltages bekamen wir noch einen leichten Regenschauer. Trotz allem war es rundum gelungen. So, Feierabend. Ja? Feierabend. Ihr habt mich verstanden. Feierabend für euch. Tag 2 begann direkt mit einem Déjà-vu. Schon wieder bis auf Grund. Ja, fing schon wieder super an. Auch hier habe ich wieder den Teig 1 Meter vom Grund angeboten. Der nächste Biss sollte wieder auf einen Gummiköder kommen. Forellen hatten wieder Schwarmbildung und somit konnte man sie in Oberfläche wirklich zielgenau anwerfen. Ich komm. Und wieder auf Grund. Die lässt einfach keine Ruhe, diese Route. Ich habe bei der aber jetzt die Montage so umgestellt, von Auftreiben zum Grund, dass ich nicht mehr 1 Meter, sondern 20 cm unter der Oberfläche geangelt habe, quasi mit 1,80 Meter Vorfach von unten nach oben. So konnten die Forellen, die im Schwarm standen, den Köder beim Patrouillieren durch den See einfach den Köder leicht finden und nehmen. In den 2 Tagen ist eigentlich auch auf allen Plätzen rings um den See wirklich gut gefangen worden.
Hier habe ich jetzt als Montage eine Tremarella-Rute, eine kleine 2-Gramm-Hose mit einem Glas und köderwarmen Bienenmaden. Ich hatte mit Gummi und mit Spoons ein paar Fehlbisse und aufgrund dessen habe ich halt, weil sie die Bienenmaden wirklich direkt genommen haben, erstmal zu Beginn, um ein paar Forellen in die Kühlbox zu bekommen, mit der leichten Tremarella-Rute den Forellen nachgestellt. Der andere Vorteil ist, dass man den Haken beim Bienenmadenfischen relativ schnell lösen kann, wobei die kleinen Gummis teilweise sehr tief geschluckt worden sind. Hier kann man gut sehen, dass ich das Glas wirklich 10 cm unterhalb der Tremarella-Pose fische, weil die Forellen wirklich komplett oben stehen. Und da geht schon wieder die Schnur von der Grundroute. Ich bin ein Stress heute Morgen, du. Mann, Mann, Mann. Das ist eine Jagerei hier. Mann, Mann, Mann. Was ist mit der Erholung hier im Bergischen? Nee. Ja. Ja. Schon, aber das ist jetzt hier echt erstmal Gas geben, abschöpfen und dann nachher kommt dann die Ruhe. Deswegen mache ich meistens nur mit Sprints. Ich hatte auch mal, hast du nur Stress auf einfach eine Braut steht irgendwie. Gut, wenn du jetzt öfters hier hingehst, ne? Aber das ist auch gut für den Einsatz. Ja, das ist schon okay. Also das ist besatzmäßig so mit unter den Top 3, was ich jetzt gesehen habe. Wie ist gestern ausgegangen? 16 Stück. Ja, bin zufrieden, definitiv. Da will ich gar nicht meckern wollen. Gibt es nämlich keinen Grund für. Aber so ist es manchmal. Ne? Auch, gibt Leute, die meckern auch bei 20. Ne? Das hätten dann 23 sein können. Da kriege ich immer Plack, wenn ich sowas höre. Ich habe heute Morgen mit Spoon angefangen, aber die leichten, da hatte ich 3 Fehlbisse drauf. Dachte ich, ne, komm, machst du Bienenmade, die wirfst du denen vor die Schnauze. Die nehmen sie direkt. Dann machen die auch kein großes Spiel mit. Genau. Ich sag, naja, wenn es was ruhiger ist, dann. Ja. Dann tut sich auch die Spreu vom Weizen trennen hier. Das dauert jetzt nicht lang. 1, 2, 3 hat's ihn genommen. Kannst du Uhr nachstellen. Ich meine, ich hab das ganze Tremarella übrigens aufgehauen, aber das nimmst du eigentlich, will ich gar nicht mehr. Weißt du, wie viele Ruten damals habe ich mir gekauft? Das hab ich, die Tremarella-Sachen habe ich direkt übersprungen. Das habe ich gar nicht mitgemacht. Okay. Nee. Da war mir Ziyech mit der. Ich habe mir auch eine geholt damals. Ja, ja. Aber nicht das mit den 20, 30 Routen. Teilweise gibt es ja Leute. Ich hab vier. Ne, Tremarella habe ich eine und meine Frau hat eine. Na komm, ja. Ach komm, sag mal. Und da habe ich noch schön die Schnur von der Grundroute mit drin. Na egal. Der erste ist teuer und dann wird man doch ein bisschen ruhiger. Dann kommen erstmal andere Interessen, ne? Das ist so.
Oh, da sollte er nicht hin. Also ein bisschen sehr weit rechts. Gucken, vielleicht nehmen sie ihn ja direkt. Mal gucken. Biss. Einfach nur drüber gezogen. Dann, ja. Einfach nur eine Kugel mit einer Bienenmade dran. Ja, den Spoon haben sie eben echt ignoriert. Ne? Angestoßen, aber nicht richtig draufgegangen. Na, ich bin noch, bevor du jetzt die ganze Fehlbisse hast. Da fahre ich immer zur Zieferischer Mühle, um die zu fangen. Der hat ja Erftwasser, das ist schon relativ früh. Also in der Jahreszeit kannst du Forellen schon nicht mehr angeln. Dann macht er nur noch Welsbesatz. Ne? Hammergeil. Dann macht er 5 Kilo Besatz pro Mann. Und da habe ich immer auch Abendangeln. Ne? Wenn du dann Freitagabends gehst für 4 Stunden, da fängst du dann mit 2, 3, 4 Afros. Ja. Ne? Und schön, du siehst ja, wo sie geil sind, ne? Wo sie dann steigen und die gehen ja auch alles auf. Ne? Okay, bei dem fängst du es eigentlich nur am Ufer. Wirklich nur am Ufer. Ja, ja. Ne? Er meint, er hätte. Ja, ja. Die müssen 20 Grad Wassertemperatur haben. Komm, zieh mir da mal einen Schwarm. Mal gucken, was passiert. Bis. Hat es ihn genommen. Es wird es, ne? Eben habe ich mit Gummi probiert, mit dem kleinen Kasper von Trautjara. Ja, die schlucken sie mir zu tief. Da bist du eine halbe Stunde operieren, bis du die raus hast, ne? Da habe ich auch keinen Lust für. Die gehen ja die geschnitten Brot, die Dinger, die kleinen Gummis. Auch die Mirax 50, die laufen super. Aber immer diese Operiererei, ne? Wow. Hier geblieben. Ach, sag mal. Bitte? Mit Zimex, genau. Dafür ist es eigentlich schon fast ein Ticken zu weich. Das ging zwar, aber da ist die, das ist ja die erst die Solid, ne? Die mit der Spitze, mit der weichen Spitze. Wenn du die. Nee, bis 0,3 bis 5 geht die. Ja, das ist die eigentlich bessere für kleine Gummis, ne? Dafür ist die ideal. Ich bin aus dem Schwarm raus. Aber die T ist eigentlich für die A besser. Die wollte ich mir eventuell noch holen, zusammen mit der kleineren S noch. Dann habe ich nämlich alle. Ach, scheiße, alle drei. Das war nix. Problem ist nur bei der S, du hast vorne so kleine Ringe. Und ich mache schon einen extrem kleinen Knoten. Trotzdem hörst du, wenn die durchfliegt. Ne? Ich habe die damals. Die hast du bei uns nicht mehr gekriegt, bei keinem Händler, bei keinem auf dem Schwarzmarkt irgendwo, nix. Da habe ich mir die in der Ukraine bestellt, bei dem eBay-Händler, der hat auch eine da gehabt. Oh. Kannst du gerade mal gucken aufgrund bei der bitte, oder geht die nicht? Die ist nämlich gerade gelaufen, die Schnur. Nee. Warte mal. Du hast die nämlich bei uns nirgendwo mehr gekriegt, da habe ich mir in der Ukraine bestellt, jetzt geht's aber. Da habe ich die gerade kaputt. Ich meinte natürlich waldgerecht töten. Hab da natürlich dann einen Marktpreis bezahlt, der eigentlich über dem war, aber ich hatte nämlich keinen Bock drauf zu warten, bis der Evgeny die hier in Deutschland vertreibt. Ne? Was machen sie erst seit 2 Monaten ungefähr? Der Simi hat die. Und dann sagt ja, er hat aber auch keinen mehr, ich habe ihn ja gefragt. Nee, der hat die und mein. Jo, danke. Der hat eine tolle Route und meine Frau hat ihn mir zum Geburtstag geschenkt. Die hat ihn so lange gequatscht, bis er verkauft. Bis eine gekriegt hast, ne? Ach, dann warst du, hat mir gestern erzählt, dass da jemand da war. Er wollte sich eigentlich gar nicht verkaufen. Hat es aber.
Ja, die Route ist klasse, da gibt es gar nichts. Also ich würde es mir auch jederzeit, wenn mich einer fragt, kann ich die nur empfehlen. Für Gummis angeln ist die perfekt. Ich sag mal, die Jungs in der Ukraine, die machen ja nichts anderes, ne? Die packen ja keinen Teig an, vielleicht kennen sie es auch gar nicht, ich weiß es gar nicht. Die angeln nur mit Hardbaits und Softbaits. Ich habe mich gestern mit dem Björn noch ein bisschen unterhalten, der hier war, ne? Aber der ist ja auch Hardcore. Der ist Hardcore. Also der Kamerad hat mir mal seine Köderbox gezeigt, ne? Ja, ja. Muss man dabei sagen, der macht schon 6 Jahre lang den Spaß mit, ne? Ja, ja. Und, aber der ist echt fanatisch, was das betrifft. Positiv, positiv fanatisch, ne? Ich habe den jetzt, wie ich den damals kennengelernt hatte, auch hier, da hatte die Soft, die Mayo-Box, da hatte die guten Tüten, ja. Und da sag ich, oh, hast du geile Hosen, pack die so an, da steckt er, stopp! Ja, ja, ja. Ja, okay, die eine, die kostet natürlich ein paar Euro, ne? Handgefertigt. Ja, das war die ja auch. Nach seinen Wünschen. Er hat sie mir gestern in die Hand gegeben. Sagt, willst du mal gucken? Sag ich dann, zeig mal. Ich durfte sie festhalten, ja, ich durfte sie aber nicht werfen. Ja, ja. Wollte ich auch nicht, wenn es will, wenn der kaputt geht. Ja, nee, weißt du, manchmal ist ja Teufel im Detail. Du nimmst sie in die Hand, wirfst aus, geht den Ring kaputt. So. Dann hast du 600 Euro an der Backe. Komm, nimm ihn. Ja. Kannst du sehen, wie nachgeschossen ist. Ja. Ja, ich habe von den ganz leichten, habe ich noch ein paar von Balzer. Die sind richtig geil. Die kosten nicht die Welt, aber die laufen Wahnsinn. Ja. Von Waldemar Meridan, ja. Ja. Der Waldemar, ja, ja, aber ein positiv Verrückter. Ja, ja, klar. Ne? Das ist schon geil. Ja, ja, der macht das auch gut, muss man dabei sagen. Ne? Weiter geht's mit dem Spoon und der nächste Biss kommt jetzt. Parallelbiss auf Grund- und Spoonroute. Gott sei Dank hat mir Frank geholfen, den zweiten Fisch auszudrillen. Und somit gab es keinen Tüttel beim Nachbarn. Auf diesem Wege nochmal ein extra Gruß an Frank, der mir in den 2 Tagen ein bisschen Gesellschaft geleistet hat. Und wir haben uns angeregt und interessiert über das Angeln ausgetauscht. Oh, das ist ein Lachs. Oder? Das war ein guter Einschlag. Ne, das ist ein kleiner. Das ist ein kleiner. Den hole ich mir hier vorne rum. Komm. Aber ordentlich draufgeballert. Bei den ersten Attacken bzw. beim Biss meinten jedes Mal, es wären Lachsforellen. So heftig waren die. Und da ist ja auch verschieden. Wenn du jetzt hier so mit Gummis, wenn du jetzt langsam weiterziehst, beim ersten Biss, oder du lässt liegen. Ich lasse ein Stück gehen, so, warte, wenn Spannung, ja. Nee, wenn ich dann Spannung habe, kriegst du eine. Das macht der Flo, der zieht immer weiter. Ne? Der zieht weiter, ja, aber also das. Weiterziehen.
Der zankt die dann richtig, ne? Der reizt die. Oh, da ist wieder eine Dicke dabei im Schwarm. Ach du Schande, ey. Komm, komm, komm. Ja. Hast du gesehen? Das war aber entweder nicht die richtige Farbe. Mal einen Orangen drauf machen. Orange war gestern gut. Knallgelb? Knallgelb habe ich keine, das weiß ich nämlich. Knallgelbe sind nicht in meinem Sortiment. Doch, habe ich, warte mal. Die habe ich mir nachbestellt. Ne, Knallgelb nicht, aber hellgrün. Hellgrün war es auch nicht, sondern der gelb-pinke. Der hier ist in bei der Diepeschrater Mühle ist der gut. Der hier. Die Farbe, die läuft da gut bei denen. Kommt die Lachs, da kommt die Lachs. Läuft auch hier gut. Scheiße, eine kleine, davor waren zwei Lachsforellen. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, ist nicht schlimm. Die kommt wieder zurück. Na komm. Nur ein bisschen locker lassen, da kommen die wieder zurück. Grundroute geht, guck mal. Die Grundroute läuft. Und wieder ein Doppelbiss. Alter Schwede, ey. Ich brauche morgen Urlaub. Das könnte aber schon eine kleine Lachs sein. Wie das? Von der Größe. Kilo Lachs. Hast du schon da? Alles klar, danke. Ob ich die so kriege und nicht absinken lasse. Irgendeiner hat es genommen, ich weiß nicht welches war. Scheiße, hier nicht. Da stehen 10 kleine eine Lachs, ne? Bis du die mal rausgeangelt hast. Grundbiss. Da geht's ja wieder. Grund. Ja, es sind drei. Drei Stück insgesamt im Schwarm. Also
Also bei 30 muss man mal eine große dabei sein. Das ist ja 30 zu 1 wäre ein gutes Verhältnis. Ein bisschen strammer machen, ich weniger Schnurbogen drin habe. Ich habe selber gebastelt, weil ich mit keinem zufrieden war. Die meisten kriegst du nur für den Boden zu stecken. Mach das mal im Winter oder bei so steinigen Boden. Da hast du gelitten. Ja, da kannst du vergessen. Das kriegst du nicht geregelt. Da kommen sie wieder. Ja, Gardinenabteilung zum Teil. Gardinen, ja, ja. Das Teil habe ich mir von einem Schlosser, der macht Edelstahlgeländer. Im Internet kriegst du die Teile, dieses Gelenk, ne? Ja. Kurz geguckt, mit dem Kopf hinnickt, will ich nicht. Komm mal hier rüber, komm, gut. Achte gleich mal auf den blauen Pfeil. In der Position habe ich den Powerbait so weit oben auftreiben, dass er in Oberfläche schwimmt und die Lachsforelle nimmt sich gleich die Köder von Oberfläche weg. Biss. Oh, das war ein schöner Biss. Ich würde sagen, das ist eine dicke. Nimm mal gerade. Die hat nämlich einen großen Schwall gemacht an der Oberfläche. Oder? Die zeigt dich. Ne, ist eine kleine. Guck mal, kommst du dran? Dann kannst du losmachen. Halt gerade fest. Ist schon los, ne? Oh, ist ein Lachs, ja. Mir ist das Blei nämlich abgegangen vom Vorfach. Ich hatte 2 Meter Vorfach und ein Blei ungefähr bei 1,80 gemacht. Und jetzt lag der oben an der Oberfläche, hat er sich von oben weggenommen. Eine kleine Lachs. Was du aufgrund bist, guck mal. Hallo. Vorsicht. Ach du Scheiße. Ja. Gut gegangen. Keinen eingesammelt. Ne. Schwein gehabt. Na doch, jetzt geht's. Aber ihn habe ich nicht. Ja, das Biss. Komm, er ist aber verloren. Mach hier nicht den großen. Na komm. Ach, sag mal. Dreh dich mit dem Kopf, dann bist du fällig. Ja. Zweite kleine Lachs, schön. Oh, ein Boxer Fettmann, weiß dran, weiß-gelb. Gucken, was er kann. Vorne, guck mal, der Boot an, hat er gehört. Was die für einen Kopf hat. Ja, ja. Was auch gut ist hier, wenn wir jetzt hier machen, hat einen Spoon und dann einen Boxer. Ja, das geht auch gut, noch dran, ne? Wie so eine Schlange hinten, ja. Das ist richtig geil. Ja. Zack mal erstmal die 8, jetzt dreht sie ab. Lass mal auf Sicht angeln, gucken, wie sie kriegen. Die sind zu schnell unterwegs. Ja, ja. Oh, hier vorne, da. Ja, ich muss die aber genau anwerfen. Wenn du nicht anwirfst, hast du. Ja. Vor allem, die müssen sich drehen. Da. Ne. Hab ich auch gedacht.
Dann hätte ich aber Grinsen nicht mehr sein lassen können. Jetzt hängt sie. Scheiße, da ist er wieder. Falsche Geschmacksrichtung. Fuck. Was einmal geht, geht zweimal. Warte, mein Freund, die poliere ich gleich die Schuppe, du. Das gibt's doch nicht, ey. Aber gestern genau das gleiche, genau die gleiche Aktion. Wahrscheinlich wird der Flo jetzt sagen, zu früh angehauen. Schlucken lassen, dann ist alles gut. Aber machen wir die nächsten. Einfach länger warten, aber da ist mir zu kribbelig, da sind zu viele Fliegenfischer. Ja, ja. Ne? Das Anhauen steckt da drin. Schade. Ist der Haken denn noch spitz? Oh, da vorne kommt wieder eine. Das ist der Fett, oder was? Das ist der Fett. Ja, aber eine kleine. Ich verstehe das nicht, ehrlich nicht. Die hing perfekt. Er ist mir echt zu hoch. Ach nee, muss man nicht verstehen. Auf jeden Fall orange drauf gegangen. Aber eine kleine, Kilo, 1,2. Grundbiss. Ja, Lachsforellchen. Ja. Falls wieder irgendwelche Kommentare kommen, ich angel teilweise mit 14er Rohrfächern. Genau aus dem Grund, dass die Bremse ein bisschen weiter offen. Was sagt er? Bremse. Mein Fisch, meine Regeln. Komm mal mit der rüber, mit der Rute. Heb mal drüber. Dann ist die nämlich frei.
Ja, keine große. Mal Kilo Lachsforelle. Ne, normale Lachs, kleine. Jetzt. Ist drin? Das war aber knapp. Im letzten Moment. Schwein gehabt. Ja, ist ab. Ja. Ab in dem Sinne von, der Haken ist ausgeschlitzt. Wenn ich die zu stark gedrillt hätte, die ist mit Sicherheit schon vorher verloren. Und das Beste kommt gleich noch. Erst wird gemeckert, dass man die Bremse zu weit offen hat. Und dann stellt man fest, dass die Forelle sogar ein abgerissenes Stück Vorfach in der Schnauze hat. Übrigens, die Schwartlappen, die da rufen, ne? Bremse zu, hier. Die ist nämlich noch drin von einem anderen. Ja, dann sollen sie die Klappe halten und Ruhe angeln. Mein Fisch, meine Regeln. Wann ärgerst du dich über sowas? Nee, ehrlich, dann sollen sie die Fresse halten, das ärgert mich. Da hinten, der macht die Bremse zu. Einer von denen, keine Ahnung. Kaffee wäre super. Kaffee ist gut für die Nerven. Der Junge zur Rechten wollte unbedingt bei seinem Opa die ganze Zeit eine Forelle drillen. Leider biss in dem Moment gerade keine. Da ich mir gedacht, komm, gib dem Jungen einfach mal die Rute. Hier konnte ich schon sehen, wie die Lachsforelle den Köder hinterher geschwommen ist und dann Lachsforelle heftig kurz vor Land attackiert hat. Hm? Geht. Nee, nee, kannst du lassen. Ist wieder frei? Ja. Die Route, die ich hier fische, ist eine handgefertigte Milani-Route aus Italien. Mit einem Wurfgewicht von 2 bis 5 Gramm. Darauf eine 2500er Stradic mit einer 016er sogar Stroft GTM. Schwarz-braun. Mal hin mit dem Kescher. Weiter, warte, kannst du noch aus dem Wasser rausholen, dann bist du schneller, Nadine.
insgesamt haben wirklich bombig gefangen in den 2 Tagen. Und mein Angelkumpel Toni freut sich schon wieder auf Nachschub für den Räucherofen. Typisch für den 2. Tag ist, dass er genauso geendet hat, wie der 1. Tag begonnen hat, mit einem Grundbiss. Wir möchten uns auch recht herzlich, meine Frau und ich, bei Sini bedanken für den tollen Aufenthalt und die netten Gespräche und den Service rund ums Angeln. Ebenfalls bei seiner Frau, die wir am letzten Tag kennenlernen durften. Es war wirklich toll bei euch. Falls jemand auch mal über 2 Tage angeln möchte und dazu eine Übernachtung braucht, können wir nur das Hotel direkt anliegend am See empfehlen. Das Restaurant im Hotel bietet auch eine gutbürgerliche Küche zu wirklich humanen Preisen und wirklich gute Portionen. Last but not least möchte ich auch noch empfehlen, dass man sich beim Sini einige Super Spoons von Kevin Eikam kaufen kann, die wirklich für den See und generell ein Top-Design haben und wirklich absolut fängig sind. Hier nochmal ein kleiner Schwenk über die Anlage. Hier vorne direkt ist eine Sitzgruppe, die Verkaufsmöglichkeit, wo man Getränke, Köder, Essen erwerben kann. Der See hat eine Tiefe, geschätzt von mir, von 2,5 bis 3 Meter. Sehr kühles Wasser, Top-Qualität. Hier noch ein paar Impressionen von der Anlage. Ich sag schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir ein Like da oder ein Abo. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.